Ein. Ein. Okay, krass. Krass. Hallo. Hi. Ich bin aufgeregt, extrem aufgeregt. Ich kenne ja nur das Format Line-Up, ich habe Angst. Das Thema bzw. deine Aufgabe wird es sein, heute herauszufinden, wer in diesem Raum obdachlos war. Okay. Okay. Oder vielleicht noch obdachlos ist bzw. wohnungslos. Mhm. Ach, Scheiße. Ich habe absolut keine Ahnung. Also es gab vor 30 Jahren mal eine Fotoserie im Zeitmagazin, wo sie einfach Obdachlose von der Straße geholt haben und eben gestylt haben, modisch angezogen. In dem Moment hast du keine Chance. Also aber am Äußeren ist es nicht zu erkennen. Also ist genau der Effekt eingetreten, den ich gerade geschildert habe. Okay, bist du bereit? Nee. Hallo. Hi. Hi. Wie alt bist du? 23. 23. Was machst du beruflich? Einzelhandel. Einzelhandel. Okay, wie lange arbeitest du da schon? 7 Jahre. Oh, das ist schon sehr lange. Ja. 7 Jahre schon? Ja. Krass. Also das heißt... Mit 16 angefangen. Wow. Also das heißt, du hast nach der Hauptschule dann direkt oder... Ich war im Gymi. Auf dem Gymnasium? Ja. Wie geht das mit 16 Gymnasium? Ja, ich habe mit 16 mein Abi geschrieben und habe dann Einzelhandel weitergearbeitet. Wow, ist ein richtiger Überflieger. Krass, okay. Wo ist das Gesundheitsamt in München? In der Innenstadt. Landsberger Straße. Mhm. Seit 7 Jahren im Beruf, also kann ich mir das nicht so wirklich vorstellen. Ja, wenn man weiß, wo das Gesundheitsamt ist, ich glaube, ein Obdachloser, wobei ich da nicht in der Tiefe im Thema bin, aber ich kann mir vorstellen, dass man das eher weiß, weil man da hingehen kann, wenn man gesundheitliche Probleme hat. Du würdest sagen, sie ist... Ich würde sagen, sie war obdachlos. Sie ist es nicht mehr, aber sie war obdachlos. Hallöchen. Hallo, ich bin Klaus. Klaus, hallo, freut mich. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Oder ist es zu dreist? 62. 62. Was machst du beruflich? Oh, zurzeit Stadtführer. Wie lange machen Sie das schon? 4 Jahre. 4 Jahre. Was haben Sie davor gemacht? Eine Zeit lang Hartz-IV-Empfänger. Gelernt habe ich Chemiefacharbeiter. Ja. Und Zootechniker. Und habe meiste Zeit eigentlich in der Landwirtschaft gearbeitet. Ah ja. Und Berufssoldat war ich 9 Jahre. Wie haben Sie es mit dem Alkohol? Ich bin Alkoholiker, seit 7 Jahren abstinent lebend. Okay. Wie haben Sie das geschafft? Mit Hilfe. Geheiratet, Kinder, keine Kinder? Ja, eine Tochter habe ich, aber ja, geheiratet und sonst nichts. Können Sie mir das vorstellen, ja. Mhm. Vielleicht nach dem Bund, vielleicht hattest du mal eine posttraumatische Belastungsstörung gehabt und du warst dann erstmal nicht irgendwie fähig, arbeiten zu können. Hallo, Christoph. 3. Hallo, Person 3. Hallo, ich bin Giljana. Was machst du denn beruflich? Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. Ja. Wie alt bist du denn? 26. Welchen Abschluss hast du gemacht? Also Hauptschule und dann bis zur Abitur, aber ich konnte nicht weitermachen. Mhm. Ich habe die Abitur abgebrochen. Okay. Ja. War das schwer für dich, eine Wohnung zu finden? Ja. Das glaube ich. Wie lange hat das so gedauert, wenn ich frage? 3 Jahre. Wirklich? Also ich merke das selber, ich habe einen ausländischen Nachnamen und mir antworten auch ganz viele Leute nicht, wenn ich einfach nur schreibe, dass ich mich für eine Wohnung interessiere, obwohl ich in Deutschland sogar geboren wurde. So. Ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht kurzzeitig obdachlos warst. Es ist halt immer schwierig. Also er hat für mich keinen Indiz geliefert, auch wenn er sehr lange gebraucht hat bis zu seiner Ausbildung, was auf Obdachlosigkeit hindeutet. Hallo. Hallo. Christoph. Nummer 4. Person Nummer 4. Mist, ich dachte, der nächste Name. Mist. Wie alt bist du, wenn ich frage? 37. Was sind deine Hobbys? Naturheilkunde. Und was machst du beruflich? Kein Kommentar. Das ist ja ärgerlich. Wo lebst du? Seit Juli hier in Berlin. Hier in Berlin, wo hast du vorher gelebt? Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen. Ja, und in welchen Städten da? Ich habe viele Städte gemacht. Düsseldorf, Krefeld, Dortmund, Münster, Essen.
Osnabrück. Was hat dich zu so vielen Städten geführt? Kein Kommentar. Okay. Ich habe in Frankreich angewandte Mathematik studiert. In Frankreich? Genau. Bist du in Frankreich geboren dann? Nein. Oder wo dann? In Westafrika. Seit wann lebst du in Deutschland? Seit 2012, aber nicht so regelmäßig. Okay. Wenn du an dein Zuhause denkst, also da, wo du jetzt aktuell lebst, gibt es da irgendwas, was dir besonders wichtig ist oder was dir besonders am Herzen liegt? Oder? Ruhe. Ruhe? Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass er nicht obdachlos ist, aber wohnungslos ist. Obdachlos nein, wohnungslos ja. Hi. Person 5. Mirella, hi. Wie alt bist du? 28. Rauchst du? Ja. Seit wann? Seit langem. Wie sind so deine Lebensumstände gerade? WG, alleine, Partner, Partnerin? Momentan WG. Was machst du beruflich? Ich bin Künstlerin und ich Kellner. Wie bist du denn so aufgewachsen? Starkes Familienbündnis? Nein. Nein? Nein. Das heißt, früh von den Eltern ausgezogen? Ausgezogen auf jeden Fall, ja. Okay. Das ist halt auch super schwierig, weil ihr alle so schick und so aussieht. Das habt ihr natürlich extra gemacht. Ich glaube nicht, dass du obdachlos warst. Ich bin Gülcan, hallo. Freut mich, dich kennenzulernen. Freut mich auch. Sie wirken wie ein Bürgermeister. Ich muss schon direkt siezen. Soll ich siezen? Ich war in der Partei drin, das ist richtig. Wirklich? Wie alt sind Sie denn, wenn ich frage? Ich bin 56. Montag geboren. Oh, alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Ein Löwe. Löwe. Ein Löwe. Ja, schön. Meine ganz verrückte Frage. Ja. Trinkst du gerne Alkohol? Wenig. Wenn dann ein Sekt mal oder mal ein Glas Bier oder ein Glas Wein. Was machst du beruflich? Ich bin ein ehrenamtlicher Mitarbeiter von der Berliner Stadtmission. Im Beruf hatte ich gelernt, Textilreiniger und dann bin ich ein Senatsangestellter geworden. Also ich habe dann für den Senat gearbeitet. Okay. Ganz schwer. Ich glaube nicht, dass er obdachlos war. Weil ich glaube, einen durch bis auf das halbe Jahr Arbeitslosigkeit einen durchgängigen Lebenslauf ermittelt zu haben, in Anführungszeichen. Ich glaube, du warst nie obdachlos. Hallo. Hey. Christoph, du bist Person Nummer 7. 007. Kommst du aus Berlin? Nee. Woher kommst du ursprünglich? Pott. Aus dem Pott, ist ja riesig, ne? Mhm. Hast du da gedient? Was? Hast du da gedealt? Gedealt? Was ist deine Leidenschaft? Musik. Spielst du ein Instrument? Mehrere. Mehrere? Wie läuft das Geschäft? Schlecht. Bescheiden. Kommst du mit über die Runden? Nicht nur. Ich frag auch Alkohol. Hattest du schon mal? Gerne. Hattest du aber mal eine Phase, wo du richtig viel getrunken hast? Definier richtig viel. Okay, gut. Hast du schon mal aus Liebeskummer getrunken? Ja. Okay. Hast du ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern? Mal so, mal so. Ich weiß es nicht. Eure Anzüge manipulieren mich. Obdachlos gewesen sein könntest, falls du nicht in den Arbeitslosengeldmarkt eingezahlt hast und deswegen hast du kein Arbeitslosengeld bekommen und deswegen könntest du vielleicht arbeitslos gewesen sein und deswegen obdachlos gewesen sein. Könnte sein. Rappst du? No. Aber du kannst ja nicht mehr Bro. Ich würde dich nicht so einschätzen, dass du mal obdachlos warst. Wie bitte? War er obdachlos gewesen sein? Ja. Er war obdachlos, okay. Ja. Wie fühlst du dich gerade? Oh, ich bin echt richtig fertig mit den Nerven, weil man muss sich halt wirklich so überlegen. Man kann eigentlich nur das Falsche gerade sagen. So indiskret wäre ich halt nie. Das ist halt das Schwere. Ich hoffe, dass ich das nicht die Vorurteile aus mir rausgesprudelt sind. Das war mir teilweise extrem unangenehm und ich hatte das Gefühl, dass ich sie irgendwie verletze oder sie beleidige oder kränke, weil ich sie dann als obdachlos abschätze, obwohl sie es vielleicht gar nicht sind oder nie waren. Alle diejenigen, die in ihrem Leben mal obdachlos waren, melden bitte jetzt die Hand, machen Sie so hoch, damit wir das alles so richtig sehen können. Sehr gut. Ich bin aufgeregt, ich habe irgendwie Angst. Fast! Nein. Nein. Okay, krass. Krass. Okay.
bist Überflieger. War gar nicht so schlecht. Hier habe ich einen Fehler. Richtig? Also dich habe ich falsch eingeschätzt und dich habe ich falsch eingeschätzt. Hast du auch falsch eingeschätzt. Hi, Anna. Wie heißt du? Anna. Anna, freut mich. Hi. In welchem Abschnitt deines Lebens warst du obdachlos? Ich bin seit 2 Jahren. Du bist es seit 2 Jahren? Ja. Und ich habe mein Abi mit 16 geschrieben, aber nicht bestanden. Ach so. Und ich hole mein Abi jetzt nach. Oh, wie schön. Das freut mich sehr. Bin mit 16 auch von daheim ausgezogen. Mhm. Das habe ich dich gar nicht gefragt. Nee, ne? Was waren denn die Beweggründe, dass du so jung aus deiner Familie weggezogen bist? Ich habe kein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Ich wohne halt in einem Obdachlosenheim für junge Frauen. Ja. Oder halt generell für Frauen. Okay. Und das ist auch okay für dich? Nein. Nein? Ich möchte dringend eine eigene Wohnung haben. Man liegt mit 18 verschiedenen Frauen drin. Ich war die Jüngste. Das ging dann bis 60, 70 aufwärts, das Alter. Das Verhältnis ist halt dieses, dass halt viele Leute, dadurch, dass sie älter sind, halt die jungen Leute anders ansehen. Dadurch, dass man halt jung ist, versteht man es vielleicht auch nicht, warum man keine Wohnung hat oder warum man nicht bei der Familie wohnt oder sonst wie. Und es ist schwierig gewesen. Man hat sich halt ziemlich auch abgekapselt. Mhm. Ich habe dort aber eine gute Freundin gefunden. Voll schön, dass du jetzt aber trotzdem den zweiten Weg einschlägst und dann nochmal dein Abitur nachholst. Ja. Wie war das für dich, die Zeit? Hart. Hier ist es immer noch. In München hast du keine Chance, als Schülerin eine Wohnung zu kriegen. Null. War die Frage, ich sag mal, halbwegs intelligent mit dem Gesundheitsamt oder war... Nee, nicht wirklich, weil viele Papiere von der Krankenkasse ins Gesundheitsministerium auch geschickt werden müssen. Ja. Deswegen. Und wie siehst du so deine Zukunft, wie es weitergehen soll? Aus München ausziehen, ja, und studieren, okay, und hoffen, dass ich dann eine Wohnung habe. Danke dir auch. Ja, natürlich. Ich wünsche dir alles Gute, wirklich. Danke. Ich bin ziemlich stolz auf dich. Hallo. Hallo, ich bin der Klaus. Der Klaus? Von 2002 bis 2009 hier in Berlin Vollprogrammplatte gemacht, und Obdachloser. Was war der Grund? Eigene Dummheit. Habe ich mir so richtig schön in die Kante gegeben, Probleme erst schön gesoffen, dann weggesoffen und dann bin ich vor dem Problem weggerannt. Wusste deine Familie über deine Situation Bescheid? Familie, meine Tochter? Eltern, Alkoholiker sind auch die besten Schauspieler. Die können ganz herrlich schwindeln, die hatte ich nie erfahren. Habe ich mich ganz einfach zu sehr geschämt davor, dass aus ihrem Papa geworden ist. War der Alkoholismus ein Grund für die Obdachlosigkeit? Ist das so? Habe ich da richtig gelegen, oder? Teils, teils. Aber es war so der absolute Klassiker, eigentlich. Der absolute Klassiker ist nicht der Alkoholiker und sonst da was. Absolute, klar, bei vielen fängt das an mit Verlust Arbeitsplatz oder so und Verlust von Beziehungen. Und Alkohol ist... kommt dann erst. Kommt meistens erst danach. Okay. Naja, man fühlt sich erstmal allein. Das ist das Problem. Man ist ziemlich einsam. Wenn man blöd angemacht wird, wird man wenigstens die Leute sehen ihn. Aber von vielen wird man als Obdachloser auf der Straße ganz einfach übersehen. Und man denkt, man existiert gar nicht. Was hättest du dir gewünscht? Naja, ich meine immer so, wenn man Obdachlosen helfen will oder so. Mhm. Erstmal ist keiner verpflichtet, einen Obdachlosen zu helfen. Aber wenn man sieht, da ist einer, der kann Hilfe brauchen oder sonst was, fragt ihn, wie kann ich dir helfen? Und das gibt dem Menschen Respekt wieder. In dem Augenblick merkt man, dass man als Mensch behandelt wird, dass man respektiert wird. Und es kann natürlich auch passieren, dass du mal von ihnen eine dumme Antwort kriegst oder so. Hilfe kann manchmal ziemlich erniedrigend drüber kommen. Das ist wie, als wenn man mit einer Hammer getroffen wird, kann auch sein. Das ist für jeden Berliner ist das eben nicht schwer, sich in sein Handy die App die Nummer von der Kältehilfe, von den Frostschutzengeln einzutippen, im Winter die anzurufen. Ja. Das geht manchmal schneller, als wenn er die 112 anruft, weil die schicken erst von da bis da und die von der Kältehilfe und so, die wissen, wie die Leute umgehen müssen und wissen, was sie machen müssen und so. Wer hat dich aus diesem Tief rausgeholt? Ich hatte einen Schlafplatz auf dem Spittelmarkt, das war so ein Kinderspielplatz mit so einem Häuschen drauf, den nannte das meine Piratenburg und da habe ich mal meinen Schlafplatz eingerichtet. Mhm. Ich mache früh meine Augen auf, liege da in meinem Schlafsack noch drin und kommt so ein kleines Mädel da, steht auf einmal vor mir in meinem Piratenhäuschen und guckt mich ganz groß an und sagt, ey, wer bist du denn? Ich sage, ich bin der Klaus. Was macht der Klaus hier? Naja, ich habe hier geschlafen. Naja, aber wenn du hier geschlafen hast, hast du wohl kein Zuhause, wa? Ich sage, nee, Mädel, ich habe kein Zuhause. Und du lächelst mir und guckst und sagst, wenn du kein Zuhause hast, dann hast du wohl auch noch kein Frühstück gehabt. Oh, wie süß. Ich sage, nee, ich hatte auch noch kein Frühstück. Lächelt sie mich an und sagt, ey, dann musst du warten. Kam sie mit so einem Picknickkörbchen an, mit Tellerchen, mit Brötchen, Kuchen, Thermoskanne Kaffee und sagst, jetzt machen wir erstmal Frühstück. Sagst so schön Dankeschön und großes Dankeschön an deine Mutti und dann bring mal die Sachen wieder zurück und so. Und dann stellt sich das kleine Ding hin, Hände in die Hüften und sagt, nüscht ist.
Das musste selber Mutti bringen. Die will nämlich wissen, mit wem ich mir hier rumtreibe. Nun stand ich natürlich ein bisschen blöd da. Und dann bin ich dann zu ihrer Mutter mitmarschiert. War einer der schwersten Wege, die ich vor mir hatte, weil was passiert jetzt, was wirst du zu hören kriegen und so, was alles war. Das ist. Wie alt war sie? Die kleine, zweite Klasse damals, also 7 Jahre. Ich bin eigentlich ihre Mutter kennengelernt, die war damals noch hochschwanger gewesen. Und die hat mich dann natürlich auch nochmal in so einem verschärften Verhör genommen und sagte dann, naja, pass mal auf, Klaus, ich hab mir das so gedacht, am Sonntag um 11:30 bist du hier zum Mittagessen. Aber eins sage ich dir gleich, mit so einer Fahne, wie du heute früh hast, kommst du bei mir nicht rein. Ich habe alkoholfreien Haushalt, Sonntag 11:30 ohne Fahne hier. Und wie gesagt, aus diesem einmaligen Mittagessen ist bis heute eine Beziehung geworden. Die haben mich richtig an ihrem Leben teilhaben lassen. Und aus der 3,5-köpfigen Familie ist eine 7-köpfige Familie geworden. Mich haben sie als 8 mit nur dran. Ich kenne die Frau teilweise nur im schwangeren Zustand. Und ja, wo das letzte geboren wurde, haben sie mich noch zum Babysitter qualifiziert. Da war ich dann schon ein Jahr trocken. Da musste ich dann noch lernen, Windeln wechseln, Arschputern, Arsch abwischen und sowas alles. Ja, du hast dann wieder eine Aufgabe bekommen und Verantwortung übernommen. War das nicht schön? So ungefähr. Ja, naja, wo sie mir dann ihr Baby anvertraut haben, das war wie so ein Ritterschlag gewesen. Das ist natürlich ganz klar. Ne? Das war, da habe ich gedacht, okay, Klaus, das ist der richtige Weg. Ich habe schon ganz witzige Hände. Ich glaube, ich kann euch gar nicht nochmal die Hand geben. Kein Problem. So, wie heißt du denn? Ich heiße Oma. Warst du in Frankreich obdachlos? Teilweise ja. Aber nicht so lange wie hier in Deutschland. Seit wann, warum und wie lange? Bin 2003 in Frankreich gekommen mit einem Studentenvisum. Dort habe ich angewandte Mathematik studiert in der Uni in Lyon. Ich bin leider nach ein paar Semester Opfer an 2 Überfahren gewesen. Okay. Und eine große Trauma erlebt. Und mit Aufenthalt in der Psychiatrie und schwere Behandlung mit Neuroleptika und Antidepressiva. Konnte deine Familie dir nicht irgendwie helfen, dich unterstützen? Nein, die konnten leider nicht. Waren auch in Afrika und ich bin nach dem Gymnasium mit einem Studentenvisum gekommen, habe das Studium angefangen, habe immer in der Schule die besten Noten gehabt, und aber nach diesem Überfallen ist da alles ein bisschen Parakonzentrationsstörungen, Gedächtnisprobleme und Verlust am Selbstvertrauen. Nachdem ich keine Möglichkeit hatte, die Therapie zu finanzieren, bin ich in der Obdachlosigkeit gelandet. Und dein ganzes Geld quasi auf deine Gesundheit dann genau. ging. Aber in Deutschland, also jetzt, bist du jetzt noch aktuell obdachlos? Teilweise ja, die Stabilität ist noch nicht ganz da. Also das heißt, du lebst dann in einem Obdachlosenheim? Nein. Aber wo schläfst du denn dann? Also manchmal in einem Park, im Schlafsack in einem Park. Das ist ziemlich hart, was du erzählst. Ja. Entschuldigung. Aber Respekt, also. Ich will Leute nicht traurig machen. Nee, ich finde Respekt, dass du immer noch so positiv drauf bist. So, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Ja, und danke. Ich wünsche mir sehr, dass du deine Anerkennung bekommst. Du bist auf jeden Fall ein sehr großes Vorbild für viele Menschen. Bleib dir bitte treu. Danke. Dankeschön. Ja, Bürgermeister. So. Bürgermeister. Ich hab bei dir echt gedacht, du bist Alkoholiker. Nein. Ich bin stolz auf dich, dass du es nicht bist. Ich war in einem Betreuungsverfahren mit Einwilligungsvorbehalt. Und da hatte ich eine Wohnung gekriegt mit einer schweren Rohrverstopfung. Ich habe den Betreuungsverfahren erst nach 5 Jahren weggekriegt. Und wo ich den weg hatte, da hatte ich die Wohnung weg und dadurch bin ich obdachlos. Und ich habe mir eine Obdachlosigkeit erholt. Du hast dich in der Obdachlosigkeit erholt? Erholt von Durchfällen und von Übergebung durch diese schwere Rohrverstopfung. Bist du dann Vorredner geworden? Ja, natürlich. Was war der Grund? Durch eine schwere Körperverletzung. Ich habe einen Tritt auf den Brustkorb gekriegt und bin mit dem Hinterkopf auf den Bürgersteig geknallt. Dadurch bin ich hier. Das Ohr ist weg. Und dadurch konnte ich meinen Beruf dann nicht mehr ausüben. In Landschaftswegebau. Warst du mal je verheiratet oder Kinder? Kinder nicht. Ich war ein Jahr verheiratet.
aber... Also du hattest keine Geschwister, Eltern? Ach, Eltern, Geschwister, wir sind Feinde, wir sind große Feinde. Ich bin Heimkind. Und dadurch, dass ich damals rausgegangen bin mit 14, dadurch ist das bei mir besser geworden. Ich musste erstmal nicht mit meinem Vater rumbrühen. Als du keine eigene Wohnung hattest, als du kein Geld hattest... Geld? Ein Augenblick mal. Die Obdachlosigkeit heißt nicht immer, dass man kein Geld hat. Ja. Ich habe meine Rente hier. Ja, aber ja, und ich habe endlich, ich konnte mir durch meine hohe Rente, konnte ich mir in der Obdachlosigkeit erholen. Weil ich hatte ja dann über 800 für mich so, ohne dass ich irgendwas zahlen musste. Ja, jetzt kennst du meine Geschichte. Ja, sehr beeindruckend, Herr Bürgermeister. Herr Bürgermeister. Ist meine Wimperntusche verschmiert? Ich wusste, ich wusste nicht, was auf mich zukommen wird. Ich habe extra wasserfeste Wimperntusche benutzt. Oh, das war richtig intensiv. Ich weiß nicht, das ist einfach so ein Thema, was irgendwie auch in unserer Gesellschaft, glaube ich, ein sehr großes Tabu irgendwie drüber liegt. Da spricht man nicht so gerne drüber. Oder ich weiß auch gar nicht, inwieweit Leute, die in der Obdachlosigkeit sind, wie gerne, in Anführungsstrichen, die über sowas sprechen oder inwieweit kann ich da nachfragen. Und wie gesagt, es ist halt sehr weit weg von dem, was ich kenne. Also was ich daraus ziehen kann als Mensch ist, Obdachlosigkeit ist etwas, was ich wirklich jeden treffen kann, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und ich glaube, man hat das gar nicht selber in der Hand. Morgen treffen, heute treffen, durch einen Unfall treffen, durch einen Raub treffen, durch eine Krankheit treffen. Und dann stehst du dann da und hast halt nichts. Und ich glaube, das zu realisieren und das irgendwie wahrzunehmen, okay, ich muss jetzt auf mein Leben klarkommen und mein Leben ändert sich gerade und ich habe keine Obhut. Die Frage zu stellen, wo werde ich heute schlafen, das ist schon echt krass. Also ich denke nie darüber nach, weil ich weiß, ey, ich habe ein Zuhause. Aber was machen Menschen, wenn sie nicht wissen, wo ihr Zuhause ist?